Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. The power of the dark side. Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Verstehst, Matt? Ich muss genau dieser Spur folgen. Okay, wir müssen hier genau seiner Spur folgen, muss ich euch das hinkriegen. So bin ich noch nie geflohen. Gott, zu weit gewesen sind, Gott, zu weit gewesen sind. Okay, es klappt, es klappt. Oh. Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen. Und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Mein Nachfolger? Ja, ich hoffe es doch, ich hoffe es doch. Ich musste ja zwischen dir fliegen lernen, ich glaube, fuck. Wow, was ist denn der für ein Kurf? Das Blut des Dämonen
hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Ich dachte, ich konnte durch. Ja, Leute, das Fliegen ist nicht leicht. Ach komm! Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Bewältige diese Herausforderung und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Ist es wirklich so, dass Batman ewig lebt? Nein, ne? Jetzt komm und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Du hast es geschafft. Bist du überrascht? Natürlich nicht. Ich habe immer daran geglaubt. Wo ist Ross? Ich muss ihn sofort sehen. Mir läuft die Zeit davon. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig sind. Ra's al Ghul. Vater. Willkommen, Detective. Es ist Zeit für deine letzte Prüfung. Töte mich. Nimm meinen Platz als Kopf des Dämons ein. Es ist dein Schicksal. Ich töte niemanden. Nicht einmal dich. Was? Du hast mich belogen. Ich brauche etwas vom Blut deines Vaters. Es gab nur diese Möglichkeit. Erlaube mir, dir zu helfen. Benutze mein Schwert. Nimm alles davon. Nein. Und das? Das ist dein letztes Wort? Was tut er hier?
kann nur einer von uns diese Kammer lebend verlassen. Das werden wir ja sehen. Coole Tattoos. Hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Unsere Zahl ist Legion. Du kannst uns nicht besiegen. Wow. Aha. Das falsche Item, mein Gott. Die Konterei war gerade heftig. Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen. Den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge. Töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter, wirst du sterben müssen. Also eigentlich bin ich bei denen in dem Raum, aber du ich habe irgendwie. Du kannst uns nicht besiegen. Was hätte ich durch sollen machen? Du kannst uns nicht schlagen. Es gibt so viele von uns. Es gibt so viele von uns. Du kannst uns nicht besiegen. Du kannst uns nicht schlagen. Unsere Zahl ist Legion. Es gibt so viele von uns. Du hättest dich uns anschließen sollen. Future, alles klar. Du
hättest dich uns anschließen sollen. Nein, nicht schon bitte! Ja, yeah, jetzt sind wir drauf! Was macht ihr da? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Das war nicht Teil des Plans. Tu es. Detective! Du hättest mich töten sollen. Ja, das hätte er. Was ist das für ein Mann, der seine eigene Tochter opfert? Und du? Du hast mich belogen. Ich dachte, du liebst mich, Bruce. Ich dachte, du wärst bereit, dich uns anzuschließen. Talia, ich... Nicht. Ihr zwei verdient einander. Du siehst alt aus, Ra's. Was ist hier wirklich los? Ich habe die Lazarusgrube zu oft benutzt. Ich lebe seit 600 Jahren. Mein Körper und mein Geist ertragen nicht viel mehr. Jedes Mal, wenn ich die Grube betrete, habe ich Angst vor dem, was ihr entsteigt. Die Lazarusgrube vernebelt deinen Geist. Denk nach, wenn deine Grube in falsche Hände gelangt, wirst du Jahrhunderte der Zerstörung nicht verhindern können. Du kannst alles wieder gut machen, Ra's. Beende deinen Kreuzzug, sonst komme ich zurück. Cool. Wo zum Teufel bist du gewesen? Ja, Oracle, du musst jetzt mal kurz warten. Ich dachte, du wärst tot. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Hast du Ra's gefunden? Sekunde, dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Was ist da los? Ra's befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wiederzuerwecken. Hast du was genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu heilen, aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Ra's war dem Zeug zu lange ausgesetzt, das hat sich bemerkbar gemacht. Und glaubst du bist geheilt? Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Ra's wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Ra's gesagt, dass er die Grube schließen soll. Und du glaubst, das tut er? Vermutlich nicht. Ra's ist von dieser Grube abhängig. Ich habe ihm die Chance gegeben, diese Abhängigkeit zu überwinden. Schafft er es nicht, beende ich es.
kannst ruhig sterben, Bats. Ich pass ab jetzt auf Gotham auf. Wird bestimmt super.